Hallo Freunde, jetzt ist schon wieder eine Woche rum. Traurig, ne? Wie schnell das so geht. Und was so alles passieren kann, ist noch viel interessanter. Das Feedback auf das letzte Video war durchwachsen. Wir hatten alles dabei. Und das habe ich so in der Fülle auch noch nicht erlebt. Also entweder war alles scheiße und zu Recht scheiße, oder es war einfach großartig. Oder vielleicht irgendwas dazwischen, aber nie beides gleichzeitig. Wir hatten dabei, vielen Dank dafür, ich habe endlich den Workflow kapiert. Leute haben angefangen damit zu arbeiten und ich habe mich gefreut. Dann hatten wir dabei, ja, nett, aber Photoshop möchte ich nicht benutzen, scheiß Abo, altes Thema. Dann hatten wir dabei, wieso greifst du Negative Lab Pro an, willst du, dass die nichts mehr verkaufen oder so? Ich habe vor einem Jahr mal mit dem Nate gesprochen, wegen einem anderen Thema, und er meinte damals, dass Mitbewerber und alles, was so auf den Markt kommen könnte, Grain-to-Pixel war damals zum Beispiel ein Thema, Neckmaster war damals ein Thema, dass das letztendlich der Community hilft, dass das uns hilft, auf Film zu fotografieren, Film zu verarbeiten und dass es erstmal wichtig ist, Film am Leben zu erhalten und nicht, dass es dann nur eine Firma geben darf, die ein bestimmtes Tool anbietet. Also Konkurrenz ist gewünscht von seiner Seite und das hilft halt einfach, Dinge besser zu machen. Für uns alle als Community. So, finde ich, ist ein guter Gedanke, bin ich mit dabei. Denn auch mir geht es darum, letztendlich, dass die Community weiterkommt. Dass wir auf Film fotografieren können und dass, naja, uns das Thema Spaß macht. Dass wir Freude daran haben, dass wir nicht frustriert sind. Wenn ich so ein Tool wie Negative Lab Pro zum Beispiel das erste Mal benutze, verstehe ich vielleicht noch nicht so ganz, was da eigentlich passiert. Und es hilft mir unwahrscheinlich, wenn ich verstehe, was da passiert, wenn es um Fehler geht, wenn es um Dinge geht, die nicht funktionieren, die vielleicht ein anderes Ergebnis erzeugen, bei mir, als das, was ich im Internet gesehen habe. Es geht für mich immer sehr viel darum, Dinge zu verstehen, und wenn ich es verstanden habe, dann möchte ich es gerne, ja, nicht für mich unter Verschluss halten. So, ich meine, gut, ihr habt mich alle nicht darum gebeten, euch das zu erklären, aber ja, ich stelle jetzt mal in den Raum. Und wenn ihr es mögt, dann freue ich mich. Und wenn es hilft, dann freue ich mich noch so mehr, umso mehr. Ja, also ich glaube, mit Nate habe ich da überhaupt gar kein Problem. Und der auch nicht mit mir. Ich kann den ja nochmal fragen und nochmal mit ihm Kontakt aufnehmen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, wie er da denkt. Dann gibt es aber Leute, die haben, also die sind eigentlich Mitbewerber von ihm. Und da wird's bitterer irgendwie. Also es ist eine Sache, wenn man sagt, so, hey, ja, hier, der Titel ist ein bisschen blöd gewählt. Stimmt. Ist dummes Clickbait, vielleicht nicht cool, geht vielleicht besser im Stil, aber letztendlich macht das ja niemanden kaputt. Also im Endeffekt weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn Nate böse geworden wäre, dann hätte er sich gemeldet. Es gibt aber Leute, die haben damit überhaupt gar nichts zu tun, die werden gar nicht erwähnt in der ganzen Nummer. Und die melden sich dann bei einem und sagen, ja, hier, ich klage jetzt auf Unterlassung, weil du mein Geschäft schädigst mit deinen Dingen, die du tust. Also indem ich halt erkläre, wie das in Photoshop funktioniert, sehen sie darin eine Geschäftsschädigung. Also Plural ist falsch, einer sieht das so. Und keine Ahnung, wird halt dann, also keine, es ist ein bisschen, ist ein bisschen schwierig zu erklären, weil es so ein bisschen wirr ist. Er möchte gerne auf Unterlassung klagen, einen gerichtlichen Mahnbescheid mir schicken und eine Schadensersatzforderung gleichzeitig noch hinterher. Das ist irgendwie, aber alles irgendwie so,
Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Also es geht so eigentlich nicht. Es ist ein bisschen unverständlich und wirr. Vor allen Dingen ist es aber auch, naja, ich mache mir da nicht so viel Sorgen letztendlich. Also ich meine, ich habe tatsächlich niemandem was getan und glaube, dass es auch nicht geschäftsschädigend ist. Ne, wenn ich von der Würstchenbude rumrenne und sage, hier, der verkauft da Gammelfleisch den ganzen Tag und alle Kunden da wegzerre und sage, hier Junge, isst da nicht, das macht krank, dann wäre das geschäftsschädigend. Dann könnte man das sicherlich durchaus als Unterlassungsverfügung durchsetzen. Aber doch nicht, wenn ich hier irgendwie einen Workflow erkläre. Ich meine, da könnte ja auch einer losziehen und sagen, hier, der hat erklärt, wie eine Gradationskurve funktioniert. Das ist aber mein Thema. Ne? Mein Thema. Das geht nicht. Naja, ich will mich nicht weiter aufregen. Heute kümmern wir uns um was Spannendes. Damit die Community weiterkommt, damit wir weiterkommen, damit Film weiterlebt. So, ich habe natürlich euer Feedback alles aufgesogen, vor allem das positive Feedback. Und einer hat mir gesagt, guck dir mal Darkable an. Da gibt es auch eine coole Funktion, negative umzuwandeln. Und ich habe Darkable mal als RAW-Converter mir angeschaut vor langer Zeit und dachte mir so, na ja, okay, ja, kostenlos, wenn du mal irgendwo Software installieren muss und gerade keine Lizenz zur Hand hast oder so und musst du beim Bild irgendwie irgendwie als JPEG speichern oder so in RAW, dann kann man das sicherlich mal benutzen. Und habe es aber wieder ad acta gelegt und weggepackt. Aber mal abgesehen davon, dass es immer noch Nerd-Scheiße ist, was da passiert. Also Usability-mäßig ist das Ding nicht cool. Aber von der Funktionsweise, also es ist sehr überlegt, was man da jetzt implementiert hat, um Negative zu verarbeiten. Da gibt es irgendwie jetzt so ein Werkzeug, das heißt Negadoktor. Das hätte ich auch, glaube ich, vom Namen her vielleicht ein bisschen anders benannt, aber so heißt es nun mal. Und damit kann man sehr, sehr, sehr definiert Negative umwandeln. Und man kann noch mal tiefer in alles einsteigen und noch mal tiefer jede Variable und alles, was da letztendlich passiert, um aus dem Negativen positiv zu machen, die Orange-Maske wegzubekommen. Das kann man alles sehr definiert selber setzen. Und es gibt keinen wirklichen Automatismus dahinter, sondern man ist quasi selber Herr über alles. Und das finde ich ganz interessant, weil man sich damit glaube ich, noch mal mehr Verständnis für die Sache aneignen kann. Und man kommt halt auch auf echt gute Ergebnisse, wenn man es einmal verstanden hat. Und damit wir es jetzt alle zusammen einmal verstehen, gehen wir an den Schreibtisch und gucken uns das an. So, Freunde, bis gleich. So, herzlich willkommen an meinem Schreibtisch. Hier haben wir einen schönen Kodak Ultramax 400 auf. Da weiß ich, der ist sauber belichtet, sauber entwickelt und sauber gescannt. Und jetzt können wir uns angucken, wie gut ist das Tool, was wir hier uns jetzt mal testweise ansehen können. Also, ihr müsst erstmal dieses Negadoktor-Modul suchen. Also das könnt ihr hier oben über die Modulsuche machen oder ihr klickt hier drauf und klickt einfach Module alle an, dann erscheint das. Bevor wir das aber benutzen, deaktivieren wir die Basiskurve. Das ist das, was wir das letzte Mal schon in Photoshop quasi nicht haben wollten. Wir wollten keinen Grundkontrast auf dem RAW haben. Wir wollen einfach nur mit den ganz linearen Daten arbeiten. So, wenn wir uns jetzt hier das Panel angucken, dann haben wir hier einmal Filmmaterial, Filmeigenschaften. Zunächst geht es hierbei nur darum, zu definieren, wie funktioniert eigentlich der Film. Also, was ist der hellste Punkt, was ist der dunkelste Punkt und was ist die Orange-Maske? Den dunkelsten Punkt, also Dynamic Range Minimum, also die Min bedeutet hier quasi Dynamic Range Minimum. Das ist quasi unser Schwarzpunkt und das ist gleichzeitig auch der Filmrand. Das ist das Dunkelste, was sein kann. Ne? Das ist quasi schwarz und
Das können wir damit definieren. Dann können wir jetzt hier noch den hellsten Punkt definieren. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh, hier oben, das ist doch der, sicherlich der hellste Punkt. Nicht ganz. Das ist quasi der Filmrahmen oder die Halterung im Scanner gewesen. Das ist nicht der hellste Punkt im Bild. Der hellste Punkt im Bild ist wahrscheinlich irgendwo hier, genau sehen wir es nicht. Oder die Flächen sind relativ klein. Das Werkzeug ist aber so intelligent, dass wir hier auch den großen Rahmen, der uns gegeben wird, einfach runterziehen können. Und da es ja noch nicht um Farben geht, sondern nur um Luminanz, nimmt es sich einfach jetzt den hellsten Pixel. Wir könnten aber hier auch selber bestimmen, was unser hellster Pixel sein soll. Und das ist das Coole daran. Man kann hier tatsächlich mit diesem Rahmen effizienter und viel detaillierter arbeiten, indem man genau bestimmen kann, was soll denn als was definiert werden oder was soll als was interpretiert werden. Die Belichtungskorrektur, die wir hier unten haben, da steht dann Scannerbelichtungseinstellung. Da geht's halt eigentlich nochmal darum, wenn ich ein bisschen zu hell gescannt habe oder so, quasi die Mitten mir anzugleichen. Aber da passt mir der Wert hier schon. Jetzt gehen wir zur Korrektur. Da haben wir hier auch wieder Pipetten und wir haben Schatten- und Lichtquelle. Also quasi Weißabgleich der Spitzenlichter und hier eine Farbverschiebung in den Schatten können wir ausmerzen. Der Weißabgleich wird aber bedingt durch die Schatten, also müssen wir zuerst die Schatten machen. Da müsste man jetzt gucken, wo ist denn jetzt ein Schwarz im Bild? Ist auch nicht so ganz so einfach, ne? Wir könnten jetzt sagen, das hier könnte vielleicht in der Hinsicht so was sein oder hier oben drin finden wir vielleicht was. Vielleicht auch hier im Zwischenraum, möglicherweise. Oder wir nehmen uns einfach wieder das. Ich fange tatsächlich immer auf dem Filmrand an, mir ein Schwarz zu definieren, weil das ist eigentlich die Grundidee von Schwarz erstmal beim Film. Ne, alles andere ist ein bisschen drüber, das muss ich mir dann mal ansehen. Ihr seht, das wird alles so ein bisschen rötlicher hier, ein bisschen wärmer im Schwarz. Das ist aber bei Kodak Ultramax relativ normal, der verhält sich so. Jetzt mache ich mal meinen Weißabgleich und auch hier sehe ich halt nicht so richtig ein Weiß. Ne? Ich kann jetzt das hier zum Beispiel als Weiß definieren oder hier oben mal reinklicken. Ich kann aber auch rechts klicken und dann zieht er mir hier quasi wieder fast das gesamte Bild als Rahmen auf. Ich grenze das mal auf den wirklich belichteten Bereich wieder ein, weil das Werkzeug ist auch so intelligent, dass es sich den hellsten Punkt sucht. Da müsst ihr ein bisschen mit spielen, müsst ihr gucken, was macht mehr Sinn. Ne, macht es mehr Sinn, jetzt irgendwie hier zu suchen, dann wird es alles ein bisschen wärmer oder irgendwie hier reinzuklicken. Dann wird es wieder ein bisschen kühler oder hier mal zu probieren oder mal hier zu probieren oder mal hier zu probieren. Ich denke mal, so ist es relativ richtig. Man kann hier natürlich auch noch ein bisschen nachkorrigieren. Ne? Ich gebe zum Beispiel, weil es mein Geschmack ist, immer gerne noch ein bisschen Gelb rein. So ein ganz bisschen, nur so ein. Das ist ja eine Frage des Geschmacks, auch nicht bloß der reinen Interpretation und der Neutralität. Wenn wir jetzt so weit gekommen sind, dann können wir uns um die Druckeigenschaften kümmern. Und das ist so richtig, richtig. Also, dass da mal einer drüber nachgedacht hat, das ist wunderbar. Hier können wir definieren noch, quasi wie würde ein Print, eine Ausbelichtung von diesem Negativ, was wir jetzt invertiert haben, würde das im Kontrastverhältnis funktionieren. Papiersimulationen sind da nicht drin. Vielleicht kommt das eines Tages noch, ich weiß es nicht. Aber wir können jetzt hier auch unser Papierschwarz bestimmen. Da sage ich hier den nicht belichteten Bereich, das ist mein Papierschwarz. Ihr seht, das Bild wird auch ein bisschen dunkler. Dann kann ich Papiergraduierung, also quasi den Kontrast des Papiers bestimmen. Ich kann die Glanzlichter bestimmen und ich kann hier nochmal die Mitten bestimmen. Da macht es Sinn für mich, das tatsächlich immer auf 0 EV zu setzen oder ein bisschen drüber. Da kann man nochmal oben beim Histogramm gucken. Ja, ihr seht, ne, das wird hier grün, ist nicht ganz oben, blau ist nicht ganz oben. Das reißt schon ein bisschen weg, liegt aber auch so ein bisschen am Motiv. Hier ist sehr viel Blau drin. Ja, er hat sogar ein blaues Hemd an.
So, aber hier kann man nochmal sehr schön, kann sich so Kontrast nochmal reinholen, übers Papiergamma. Wir könnten, das ist jetzt bei dem Bild nicht ganz so, könnten die Spitzlichter nochmal sehr dämpfen. Also es gibt ja einige von euch, die mögen das, wenn das, wenn zum Weiß hin sehr weich wird. Das geht damit wunderbar. Für mich reicht das jetzt erstmal so. Und wir können zum nächsten Bild gehen. Hier haben wir einen Kodak Portra 400. Dann klicken wir uns erstmal wieder die Basiskurve weg. Dann sagen wir hier wieder, wir wollen schwarz definieren. Und wir wollen D-Max definieren. Da müssen wir jetzt hier einfach wieder reingehen und sagen, irgendwas da drin wird auch schon weiß sein. Ja, wahrscheinlich nimmt er sich das jetzt hier dann als weiß oder hier vorne als hellsten Punkt. Und die Belichtungskorrektur, die lasse ich erstmal so. Dann bleiben wir mal bei den Korrekturen und definieren uns wieder den Schwarzpunkt und Weißpunkt. Jetzt hat er sich hier unten den Weißpunkt dahingelegt. Wir können mal gucken, wie das mit dem ganzen Bild funktioniert. Wenn wir das so eingrenzen wieder. Tendenziell, also ich würde es ein bisschen wärmer mögen. Dann müssten wir mal gucken. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier so reingeht und vielleicht auch mal so einen Zwischenwert sich nimmt, indem man einfach hier das quasi zwischen beiden, zwischen bläulicherem Schatten und wärmerem Weiß irgendwie aufnimmt, dann taugt mir das doch so ganz gut. Und dann könnte ich das jetzt hier noch ein bisschen nachkorrigieren wieder, wenn ich wollen würde. Wenn ich ein bisschen Rot noch mit reinnehme. Ne, sonst ist mir das einfach zu kühl. Das könnten wir natürlich auch später machen. Ne, über all die anderen Werkzeuge, die das Programm bietet, um dann nochmal so Farbtonungen da reinzubringen. Natürlich. Könnt's aber auch gleich da in der Interpretation regeln. So, jetzt haben wir jetzt hier wieder unseren Schwarzpunkt. Den müssen wir hier oben wieder, na, das war nicht richtig, so. Da ist mein Schwarz. Dann mein Druckgamma. Möchte ich ein bisschen dunkler haben, sagen wir mal 5 stellen wir das. Hier können wir die Belichtung noch ein bisschen erhöhen, aber das ist, ihr seht, dass es hier oben schon mehr oder weniger am Anschlag ist. Von daher gehe ich da wieder ein bisschen raus. Und so gefällt es mir doch ganz gut. Gucken wir uns mal Kodak Gold an. Wie funktioniert denn Kodak Gold? Auch hier nehmen wir wieder Schwarzpunkt, also D-Min und den hellsten Punkt. Soll er sich suchen? Dann können wir jetzt hier noch ein bisschen gucken, ob wir alles ein bisschen aufhellen wollen. So, machen wir wieder unseren Schwarzabgleich. Dann machen wir wieder unseren Weißabgleich. Den setze ich mir hier oben mal auf die Wolke. Dann gehen wir zu den Druckeigenschaften. Jetzt ist mir das relativ kontrastreich. Da würde ich Gamma rausnehmen. Und vielleicht erstmal nochmal den Schwarzpunkt bestimmen. Das Papierschwarz soll ja das da sein. Und hier meine Belichtung ein bisschen erhöhen. Mal aufs Histogramm gucken, dass sie nicht abgeschnitten wird. Leider ist die Software noch nicht ganz so performant. Deswegen, wenn man manchmal so ein bisschen ein paar kleine Ruckler drin hat und das sich noch ein bisschen zäh anfühlt. Aber es funktioniert gut. Mich interessiert mal, ja, so sieht es besser aus, wenn ich mir das Weiß einfach hier vom hellsten Punkt holen lasse.
kann ich jetzt hier noch ein bisschen Rot reingeben, damit es ein bisschen wärmer wird wieder. Ja, das ist halt Geschmackssache und dann sind wir hier auch ein Stück weiter. Mal gucken, was können wir uns denn noch angucken? Hier vielleicht, das ist ganz interessant, das Riesenradbild auf Kodak Portra 160VC, der war abgelaufen. Den habe ich auf ISO 80 belichtet. Da können wir mal gucken, wie das funktioniert. Die Basiskurve hauen wir wieder weg. Dann sagen wir hier Filmrand. Tada. D-Max bestimmen wir über das gesamte Bild. Hier muss man aber ein bisschen vorsichtig sein. Nicht immer funktioniert, ich meine, der ist hier komplett am Anschlag vom D-Max. Ne? Also irgendwas findet er da, was sehr, sehr, sehr weiß ist. Ne? Also eigentlich sollte unser Weiß ja zum Beispiel das da sein. Oder, weiß nicht, jetzt ziehen wir mal hier in den Bereich rauf. Da klippt es anscheinend schon immens. Können wir mal gucken, wenn wir hier auf 10, eigentlich klippt es nicht. Ich weiß nicht, was er da macht, wieso das so ist, aber wir müssen feststellen, so ganz passt es nicht, so passt es besser. Aber auch noch nicht perfekt. Gehen wir nach dem Histogramm. Und wir sehen, dass die Mitten halt sehr weit oben sind, ne? Da könnten wir hier die Scannerbelichtung vielleicht noch ein bisschen korrigieren wieder. Da klippt uns aber rot. Das wollen wir nicht. So. Bis dahin ziehen wir es. Und dann machen wir erstmal die Korrektur. So, schwarz wieder definieren. Haben wir da oben. Und weiß ist wieder, wenn wir es hier oben aufziehen, nimmt er sich, also wenn wir es komplett so aufziehen, nimmt er sich sehr viel Blau mit rein. Das ist halt schon sehr in den Spitzlichtern. Ich würde es mal hier drüben bei der Wolke probieren. Oder wir können es auch mal hier probieren, aber da nimmt er wieder relativ viel Rot mit rein. Tatsächlich ist hier so der Bereich um die Wolke rum, glaube ich, mit das Beste. Ich würde sagen, das da. Können wir jetzt hier noch ein bisschen Rot rausnehmen, vielleicht sogar ein bisschen Gelb reinmischen. Aber das können wir immer noch verändern. Jetzt gucken wir hier bei den Druckeigenschaften erstmal wieder, was ist denn unser Schwarzwert? Hier oben ist unser Schwarz. Funktioniert nicht, wie ihr seht. Irgendwas ist mit dem Negativ im Argen. Ich kann es nicht genau sagen, wieso. Aber so ist natürlich auch viel zu dunkel. Das müssen wir händisch machen. Also, wo soll unser Schwarz beginnen? Richtiges Schwarz haben wir hier gar nicht drin. Also höchstens hier. Aber ich glaube, ich lasse das auf 7, sagen wir mal, vielleicht um 5,5 rum. Und dann gehen wir hier lieber mit dem Papiergamma rein und erzeugen uns darüber Kontrast. Das können wir ein bisschen aufziehen. Bis 5,7 vielleicht sogar. Wir erhöhen hier die Belichtung. Mal gucken, dass es nicht klippt. Und dann funktioniert es auch schon ganz gut. Ich habe eine Sache gefunden, muss ich kurz gucken, wo ist es? Da ist es. Farbkontrast ist ganz interessant. Hier können wir die Schere zwischen Blau und Gelb im Farbkreis erhöhen. Wir drücken quasi die Farben alle so ein bisschen auseinander. Und damit kann man sehr schön spielen. Hier haben wir ja sehr viel Blau im Bild. Und da können wir, und das finde ich, das sieht richtig schön aus, da können wir hier quasi ein bisschen alles, was nicht blau ist, eher Richtung Gelb drücken und das Blau eher Richtung Blau, dann kommt das hier nochmal richtig schön raus. Ich liebe das Tool mittlerweile dafür. Genau dafür. Das ist doch richtig gut. So.
Gucken wir uns doch nochmal was an, was vielleicht schwieriger ist. Hier, das ist vielleicht noch ganz interessant. Es ist auch Kodak Gold. Machen wieder die Basiskurve aus. Dann sagen wir jetzt Filmeigenschaften. Dann hier gucken wir uns wieder schwarz an. Dann sagen wir, was ist D-Max? D-Max ist auf jeden Fall hier die Tür. Das ist D-Max. Das ist auf jeden Fall weiß. Das rutscht uns ja fast weg. Und Scannerbelichtung. Können wir mal gucken. Was ist denn, wenn wir es hier drauf richten oder hier drauf richten? Bleiben wir erstmal bei minus 5. Vielleicht machen wir es ein bisschen heller sogar noch so. Dann kann ich hiermit auch ganz wunderbar so ein bisschen so ein Abreißen im Schwarz provozieren. Das kann manchmal ganz, ganz analog aussehen, ganz nach Film. Das klicke ich dann hier oben rum, da wollte ich doch gar nicht hin. Wir wollten zu den Korrekturen. Schatten haben wir wieder. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, ne? Ihr seht natürlich hier drüben ist auch Filmrand, aber das ist leider das, also was heißt leider, es ist halt das letzte Bild gewesen und hier ist halt abgeschnitten. Und das Schwarz hier ist nicht das Filmschwarz. Muss da aufpassen. So, wo haben wir jetzt hier unser Weiß? Nicht im Grün natürlich. Könnten das jetzt hier definieren. Das Grau vom Auto lässt das ganze Bild aber ein bisschen warm erscheinen. Deswegen gucke ich mal wieder, was sucht er sich denn, wenn wir das gesamte belichtete Negativ hier uns angucken, also nur den belichteten Bereich. Da kommt natürlich Grün und alles so ein bisschen durcheinander. Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Dann entscheide ich mich doch lieber wieder fürs Auto, weil da sieht mein Grün richtiger aus. Und es war ein warmes Licht. Tatsächlich. Na, man muss sich manchmal auch so ein bisschen erinnern, was, wo war man unterwegs und wie war das Licht. Ich nehme ein bisschen Gelb raus. Ich nehme ein bisschen Rot raus. Oder vielleicht doch wieder ein bisschen Rot rein. Ein bisschen Gelb rein. Es sind Nuancen. Ne? Es ist kein, es gibt hier kein richtig, kein falsch. Ihr müsst es selber definieren. Ich finde auf jeden Fall, das sieht hier schön aus, wie das rauskommt. Und dann machen wir auch wieder den Trick mit dem Blau-Gelb-Kontrast. Wir hauen uns hier noch ein bisschen das Gelb schön golden. Fertig. Aber wir gehen nochmal in die Druckeigenschaften, gucken uns wieder das Papier schwarz an und regeln die Belichtung nach. Ist mir ein bisschen zu viel Kontrast drin. Nehmen wir ein bisschen Papiergamma wieder raus. Und dann sieht es doch wunderschön aus. So, Freunde. Ich weiß nicht, ob man mehr erklären muss und noch mehr zeigen muss. Was halt passieren kann, ist, wenn man hier irgendwie Rahmen aufzieht, gerade mit dem Weißpunkt, und man hat hier einen Staubkorn oder einen Kratzer drauf noch, das kann zu Fehlinterpretationen führen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn es irgendwie keinen Sinn macht, messt eine andere Stelle. Ihr könnt euch die, also das, was ihr jetzt hier gemessen habt, könnt ihr euch speichern. Hier als mal als Test zum Beispiel was gemacht. Können wir mal ausprobieren, ob das hier funktioniert. Zufälligerweise als Test nicht ganz. Ne, ist zu rotstichig. Aber ich kann natürlich hier wieder einfach mein Schwarz definieren. Hey, es funktioniert ja gar nicht. Okay, vergesst das mit den Presets. Wenn ihr eine Rolle habt, und dann einfach einen Look von Bild zu Bild übertragen wollt. Das funktioniert sehr gut. Zwischen verschiedenen Rollen, da gibt es wahrscheinlich zu viel Varianzen. Okay, gut. Ich verabschiede mich für heute und wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Genießt das Filmfotografieren.